Sie geben Ozeanriesen Halt, wenn es drauf ankommt. In der Duisburger Kettenfabrik werden Schiffsanker gefertigt. Vom kleinen Polizeiboot über Binnenschiffe bis hin zu großen Container- und Kreuzfahrtschiffen. Geschäftsführer Volker Domagalla hat für jedes Wasserfahrzeug den passenden Anhänger. Also die kleinsten Anker, die fangen bei tatsächlich 6 Kilo an. Die könnte man also für ein Beiboot nehmen. Und das geht hoch bis zu 18.375 Kilo. Das ist genau das Gewicht, was wir erzielt haben für Anker an dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Nachdem die ursprüngliche Werft Insolvenz angemeldet hatte, wurde das Schiff von dem Disney-Konzern übernommen. 9.500 Passagiere sollen damit ab 2025 über die Weltmeere fahren können. Neben den großen Werften gehören auch kleinere Schiffsbaubetriebe zu den Kunden der Kettenfabrik. Die Anker kosten je nach Größe zwischen 1.000 und 80.000 Euro. 30 bis 50 Stück können die Mitarbeitenden hier im Monat produzieren. Aktuell arbeiten sie an zwei Kolossen für ein weiteres Kreuzfahrtschiff. Über 17 Tonnen wiegt ein Exemplar. Dennoch muss millimetergenau gearbeitet werden. Wenn beispielsweise die Teile nicht synchron direkt nebeneinander gesetzt werden, sodass die Abstände unterschiedlich sind, dann kann es passieren, dass sich der Anker im Wasser, im Grund dreht, nicht richtig festhaken kann mit den beiden Flügeln, mit den Flunken, wie wir es bezeichnen. Das heißt, das Schiff hat keinen Halt und treibt letztendlich ab. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören auch tragende Teile für die Hebetechnik an Kränen, darunter Traversen, verschiedene Haken und Schäkel. Das Herzstück bleiben aber die Anker. Form und Bauweise wurden bereits in den 1960er Jahren patentiert und haben sich seitdem kaum verändert. Tobias Kost skaliert am Computer den zu fertigenden Anker und ordnet die benötigten Teile digital an, die dann aus den Blechen geschnitten werden. Ausgangsmaterial ist gewalzter Stahl. Alle Schiffe erhalten also das gleiche Modell, nur Größe und Gewicht werden angepasst. Wir bekommen hier Bleche angeliefert von 10 bis 170 mm. Die werden bei uns ausgebrannt. Dann werden die Formteile von Brennschlacke und Zunder befreit, dann hier zusammengeheftet und danach verschweißt. Früher wurde hier noch geschmiedet. Ab der Gründung 1896 zunächst Ankerketten, dann ab Mitte der 1950er Jahre Schiffsanker. Volker Domagalla kennt die Firma von klein auf. Mein Vater hat als Betriebsleiter 1961 als Maschinenbauingenieur und Schweißfachingenieur hier begonnen. Und für mich war das hier mein Spielplatz, die Firma. Nach dem Abitur und Studium hat mein Vater mich gefragt, ob ich denn Interesse hätte, in die Firma mit einzusteigen. 33 Jahre ist das bereits her. In der Zwischenzeit wurde er selbst Geschäftsführer und setzt seitdem auf die langjährige Expertise und die Handarbeit seines Teams, das aus rund 30 Leuten besteht. Gerade zu Anfang Corona-Zeiten, als die großen Schiffe vor den Häfen ankern mussten, sind sehr viele asiatische Produkte kaputt gegangen, gebrochen, sodass also schon immer mehr Wert darauf gelegt wird, dass geschweißte Konstruktionen aus unserem Hause an die Schiffe letztendlich bei Neubauten drankommen. Im Gegensatz zu den Konkurrenzprodukten aus Asien werden die Anker hier geschweißt und nicht gegossen. Das macht sie flexibler und weniger brüchig. Bevor die Anker ausgeliefert werden, müssen sie alle einen Härtetest bestehen. Ja, wir haben jetzt den fertig geschweißten Anker hier. Wir haben jetzt gerade in die Prüfgrube eingebaut. Jetzt wird der Anker mit der Kette verbunden. Und danach können wir dann am Anker ziehen. Hier ziehen wir dann mit einem Vielfachen des eigenen Ankergewichts am Anker, um sicher zu gehen, dass er dann auch hält. Die Prüfbelastung hier ist aber viel größer als hinterher die Belastung im Einsatz. Wir ziehen hier mit dem 20-fachen des Ankergewichtes und hinterher im Einsatz wird er maximal mit dem 7- bis 9-fachen belastet, weil dann bricht er schon aus dem Ankergrund aus. Laut eigenen Aussagen ist bisher noch kein Anker der Kettenfabrik kaputt gegangen. Allerdings gehen sie manchmal verloren, was aber dann nicht die Schuld der Duisburger ist. Tatsache ist die, dass Anker auch mal im Ankergrund festhaken, wenn ein Fremdkörper im Ankergrund ist, beispielsweise ein anderer Anker oder eine Kette oder ein Wrack, irgendetwas,
wo der Anker, wenn er unten im Wasser ist, sich nicht lösen kann. Das Schiff versucht, den Anker einzuholen, überfährt, wie wir es sagen, den Anker, fährt über dem Anker hinweg, zieht die Kette ein und dann reißt irgendwas. Und weil die Kette so eine Art Sollbruchstelle bilden muss, bricht die Kette an irgendeiner Stelle und der Anker ist weg und man findet ihn im Regelfall nicht wieder. So bleibt die Nachfrage nach Ankern erhalten und die Kettenfabrik bekommt einen neuen Auftrag. Und auch weitere Schiffe befinden sich schon in Planung oder sind auf Kiel gelegt, sodass der Bedarf nach Ankern nicht abebbt. Die letzten paar hundert Jahre gab es Schiffanker. Die gab es zu Kolumbus-Zeiten, die gibt es heute. Und ich bin ganz sicher, dass in weiteren 150 Jahren, wir werden den Beweis nicht antreten können, aber da wird es immer noch Anker geben und solange wird es auch die Duisburger Kettenfabrik geben. Und solange es keine Magneten gibt, die die Schiffe auf offener See an Ort und Stelle halten, solange werden mitten in Duisburg auch weiterhin noch Anker produziert.